Tiger in Balingen. Deshalb sind sie jetzt auf Platz 8, der letztjährige Vizemeister. Und jeden Moment geht es los. Jonas Brombacher checkt nochmal ab mit den Torhütern, hat die Pfeife im Mund. Und jetzt freuen wir uns auf 90 Minuten Regionalliga-Fußball. SV Stuttgarter Kickers gegen TSV Steinbach-Halger. Ja, Steinbach presst offensiv und da ist hinten Platz. Das Kevin Tiglube, das Kevin Tiglube aus 16 Metern. Kevin Tiglube, das gibt sich. Unser Kapitän, unser Capitano lupft den Ball frech ins Tor über Ibrahim. Und somit steht es in der 12. Minute SVK gegen TSV Steinbach 1:0. Ja. Verlängert diese Woche und da belohnt er sich, der belohnt er die Mannschaft, der belohnt er uns. Felix Dornebusch bekommt den Scorerpunkt, genau. Die aufgerückten Steinbacher schlafen vielleicht auch ein bisschen, aber Dickel eben hell. Den mitgereisten Kickers-Fans. Oh, und jetzt, oh, es gibt keinen Elfmeter, keinen Elfmeter. Ja, dafür gelbe Karte, wir schauen nochmal drauf. Also gelb für Singer und hier Kolbe. Aber macht den Ball schnell auf Breik. Ah, der legt, schickt aber auf die Klub. Immer noch Breik, immer noch Breik, immer noch Breik. Tor, Tor, Tor. David Breik, da ist der Breiker. Mit dem Lucatoni-Jubel und er macht nach einer halben Stunde in der 30. Minute das 2:0. Das 2:0 der Stuttgarter Kickers gegen TSV Steinbach. Ja, will er ablegen auf Kevin Dickhuber. Das gelingt nicht, aber er bleibt im Ballbesitz und macht es dann einfach selber. Hier hat er den Ball, der kommt zurück aus 17 Metern, schiebt er den Ball ins Eck, keine Chance für Ibrahim. David Kammerbauer jetzt den Ball einwirft auf David Breiks, auf David Breik, auf. Ah, oh, der Ball geht knapp vorbei. Schuss von Lukas Kiefowas. Genau, hier seht ihr das nochmal. In der Wiederholung. Nächste schöne Möglichkeit. Der Ball von Ibrahim. Lang. Auf Dickelhuber, wem spielt er? Spielt dem Loris Meyer, bekommt den Ball wieder. Und aus Tor, nein! Meyer mit der Möglichkeit, Meyer! Ibrahim hält, was für ein Schuss von Dickelhuber, da rauft er sich die Haare. Hat er Platz, hat er Zeit, er schaut. Zirkelt den Ball mit seinem starken linken Fuß an den Pfosten. Oh, das hätte das 3:0 sein können. Steht Kammerbauer, aber ich vermute, dass der Catcher den Ball direkt in den Strafraum bringen wird. So ist es, auf Breik, an die Latte schon wieder, die nächste große Möglichkeit. Szenenapplaus von Mr. Verünal und jetzt der erste Wechsel des Spiels. Es kommt Michael Gutöhr nochmal das Foul an. Wahrscheinlich wild, aber eben. Foul. Gleiche Situation wie eben auf der anderen Seite. 30 Meter und ich glaube, unser Dickel will es wissen, der will heute sein zweites Tor machen. Der will direkt mit seiner starken linken Klebe den Ball reinmachen. Dickel mit links, aber auch er auf die Einmannmauer. Kolbe auf Dickel, schöne Ball, Staffetten, Kekerci. Richard, er kann schießen, er kann aus dieser Position schießen, der Ball ist Tor! Im Tor, im Tor, Flammenwürfel.
Und da jubelt Mustafa Ünal, da jubelt die Bank, da jubelt die Mannschaft, da jubelt der B-Block und das ganze Stadion. Toll gespielt und Flamo Berisha, das kann er von dieser Position schießen. Und das macht er. Und damit steht es 3:0 nach gut 65 Minuten. SVK 3, TSV Steinbach-Eigau 0. Hochverdient dieses Tor, diese Führung. Da zieht er in die Mitte und mit rechts zieht er ab. 3:0. Antlitz, der Dicklober, Antlitz wieder. Und jetzt spielt Antlitz rüber auf den schnellen Sousa, der hat den Ball. Da ist Sousa, macht das! Oh, 4:0, wenige Minuten ist er auf den Platz eingewechselt. Dennis de Sousa, Oelsner, der schnelle Mann. Und damit steht es nach 78 Minuten 4:0 vor 5400 Zuschauern auf der Waldau. Jetzt ist der Deckel zu. Das, wenn ich glaube, jetzt sagen, war die Vorentscheidung. Schön gespielt und ihr seht, der Junge hat Power. Setzt sich durch, macht sein erstes Tor für die Blauen im ersten Spiel. 4:0. Dann wird schön weitergelegt. Antlitz hat den Ball noch. Oh, der geht knapp vorbei. Schöner Einsatz des eingewechselten Stürmers. Hat nicht viel gefehlt. Schmitz im Mittelfeld und Blank als rechter Außenverteidiger. Jetzt hier die letzten Minuten nach Schmitz eingewechselt. Für Meyer. Steinbach will es nochmal wissen, vielleicht den Ehrentreffer zu erzielen, aber nicht so mit Felix Dornebusch. Dann Mustafa Ünal, einem Steinbacher, hilft, der einen Krampf hat. Dann der Physio vielleicht besser. Auch der Physio der Steinbacher jetzt da. Und das Spiel ist aus der Ecke, wird nicht mehr ausgeführt. SV Stuttgarter Kickers gegen TSV Steinbach-Eigau. Endstand 4:0. Damit die Fans im B-Block singen es. Bleiben unsere Blauen Spitzenreiter nach dem 22. Spieltag.